Besonderes. Jetzt gehen wir nämlich auf dem Wasser campen. Also im Prinzip ein Wohnmobil auf dem Wasser, ein Hausboot. Micha und Susanne haben eins. Luke, ich habe schon mal deinen Kram mitgenommen hier. Ja, danke. Damit du gleich. Da ist er, glaube ich, schon, der Micha. Der will uns nämlich abholen, damit wir drauf kommen. Das Hausboot, das liegt da hinten, Luki. Das kann hier nämlich nicht anlegen. Das braucht schon einen kleinen Hafen. Da hinten ist auch ein Hafen. Ahoi, Micha! Hallo, ihr Lieben. Ich steige einfach mal ein, ja? Ja. Ach, wie schön. Luki, deine Lampe. Sehr gut, danke. Ich leg die mal hier hin. Legst du mal dahin. Ach. Ah, das ist schön, du. Ja, bei dem Wetter, ne? Das ist ja eine klasse Sache. Sehr nett, dass du uns abholst. Sehr gerne. Kommst du aus Frankfurt? Nein, aus Hanau. Aus Hanau, direkt nebenan. Ja, wir haben 10 Kilometer bis hierhin. Also der Hafen liegt quasi vor der Haustür. Bist du auch Camper? Wassercamper. Ja, ich bin saugespannt. Ein Hausboot, Leute, das ist schon wirklich was Besonderes, finde ich. Ach, das ist die Susanne. Ja. Lukas, guck mal, die steuert das. Guck mal, Luki, Wasserski. Ja, das wow. Oh, super. Der kann's aber hier. Wie heißt es denn, Frau Kapitänin? Ich sag immer Chefin. Chefin. Chefin, das ist mal ein Hausboot hier, du. Chefin, bitte an Bord kommen zu dürfen. Ihr dürft an Bord kommen. Super. Hallo, grüß dich. Servus, Lukas. Kuhle. Hallo, grüß dich. Wie geht's euch? Sehr gut. Ich glaube, ich noch festmachen. Ja, ich muss, glaube ich, da hinten gleich jetzt mal wegfahren. Was ist das denn? Jetzt sind wir aber hier angekommen, du. Guck mal hier. Was ist das denn? Das gibt's ja nicht. Ich muss jetzt erstmal etwas weg. Ach, Susanne, das ist aber jetzt schick hier. Guck dir das aber an. Aushalten, oder? Ja. Wie fühlt sich das an, so ein Boot zu steuern? Aufregend, aufregend. Friese, magst du auch mal übernehmen? Hast du Lust? Ja, klar. Ja, okay, gut. Komm, dann setz ich mal hier hinter. Das ist aber teuer sowas, ne, wenn ich das kaputt mache. Na, ich bin ja da, keine okay. Sorge. Ah, guck mal ich betreue hier. Dich und kann jederzeit eingreifen, wenn irgendwas kann ist. Kann man da mal Vollgas geben? Das dauert ein bisschen. Du kannst Vollgas geben, ja? Oh! Lukas, fall bitte nicht raus. Achtung. Vorsicht. Guck mal, das Pamela da rechts. Das ist ja cool. So, jetzt im Sauseschritt. Danke, aber jetzt wollen wir uns natürlich wirklich mal das Boot angucken. Gib mir eine kleine Bootsführung. Gerne. Ja? Ja. Das ist die gute Stube oder der Salon, der Bootsalon. Das hier gibt's ist also, ja nicht. Ja, hier ist also Küche, Wohnzimmer und Hauptaufenthaltsraum. Und du kannst halt hier mal eben kurz rausgucken. Ja, wir haben also hier eine komplett eingerichtete Küche mit allem Schnickschnack, wie zum Beispiel auch Spülmaschine und so weiter. Alles komplett mit Geschirr und so. Und hier drüben haben wir dann, als nächstes kommt das Bad. Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Da kannst du auch mal reingehen. Okay, das ist also so ein großes Bad findet man selten irgendwo ich auf dem Boot. Ich guck dir das mal an hier. Ja, können wir auch schön duschen. Und warmes Wasser haben wir auch. Also so ein Bad habe ich nicht zu Hause. Und das hier schwimmt auch noch. Tröste dich mir auch nicht. Wir haben hier unsere Ideen realisiert. Wohnt ihr hier drauf? Ja, wir wohnen teilweise hier drauf. Ne? Nicht das ganze Jahr über, aber immer so wie so passt. Ne? Das ist ja schön. Ja. Ah, guck mal. Ich geh mal. Oh. Entschuldigung, ich hoffe, ich darf. Das Schlafzimmer. Das ist unser Schlafzimmer. Hier haben wir dann einen schönen Blick auf den Main, können dann immer gucken, was so passiert hier hinter uns oder im Hafen dann, was die Nachbarn machen. Und wir können aber auch zumachen, dass sie nicht reingucken können. Ne? Weil wir wollen ja dann auch nicht immer gesehen werden. Guck mal hier, das ist eine geile Wand. Das ist übrigens echt Schiefer. Das wiegt doch alles, oder? Nee, das sind Laminate, ganz dünne Laminate. Okay. Und die sind also recht leicht okay. Und machen schön was her. Was kostet so ein Spaß hier eigentlich, so ein Boot? Naja, also schon wie so eine gute Wohnung oder Einfamilienhaus. Das glaube ich, so im ja. Raum, ja, ja. Okay. Nur halt schwimmen. Micha, alles gut hier vorne? Ja, ich genieße die frische Seeluft, ja. Alles gut hier. Wir gehen mal weiter mit deiner Frau hier. Ja. So, und hier sind wir auf unserem beliebten Skydeck. Das wird also sehr gern, wir vermieten ja auch unser Hausboot. Ach, und cool. Da machen wir halt Events so ganz oh, gern. Okay. Wie jetzt dann heute Abend haben wir auch noch ein Geburtstagsfeierchen. Ah, jetzt schon haben gedeckt. Wir schon ein bisschen vorbereitet. Oh, das hier ist ja mein Platz. Ja. Ne, und da genießen wir das so. Und das Schöne ist, wir sind halt hier auch Wind- und Wettergeschützt, weil wir haben auch alles so, dass wir es zumachen können. Ey, wie geil ist das denn?
Aber es ist halt nur, also gut, gut zu Fuß, also die Treppe war jetzt auch nicht so easy, ne? Nee, aber das geht ganz gut. Wenn ich mal irgendwie einen Rollstuhl brauche, haben wir hinten ja einen Kran und da könnte ich ja dann mit so einem Geschirr... Warum brauchst du einen Rollstuhl? Du, ich habe eine Beinamputation, trage eine Prothese und da kann es mal sein, dass ich zeitweise auf einen Rollstuhl angewiesen bin. Ja, und mit dem Kran kann ich eigentlich dann in dem Tragegeschirr an Land einsteigen, ja. Hinten drauf oder hier nach oben. Ich will es ja auch nutzen können, wenn ich dann mal einen Augenblick im Rollstuhl brauche und die Prothese nicht anziehen kann, dann kann ich es dann trotzdem nutzen. Super, das ist ja halt auch wichtig. Darf ich fragen, was bei dir passiert ist? Dass du ja, ich hatte einen Verkehrsunfall mit 15. Scheiße. Ja, und da war halt ähnlich, was der Till Schweiger jetzt hat, so eine Sepsis und da musste halt das Bein abgenommen werden. Ja, ja. Euch sei diese Freiheit gegönnt, wirklich. Ja. Das ist ja der absolute ja. Knaller. Das ist ja genau. Wassercamping auf dem höchsten Level, oder? Ja, ja, da kann man es gut aushalten. Freunde, ja, ja. Das ist wirklich cool. Das, ja. Das gefällt mir. Also wir genießen es auch sehr, auch dass wir das hier so schön realisieren konnten und so die Träume erfüllt haben, wie wir es brauchen. Und vor allen Dingen, dass wir auch alles so haben, dass es auf jeden Fall genutzt werden kann. Egal, was kommt.